Seit heute Morgen ist es offiziell. Die US Army wird keine Truppen aus Ansbach abziehen. Eine überraschende Meldung, die nicht bei allen in der Stadt für Begeisterung sorgt. Mein Vater wohnt in der Flugschneise und in dem Dorf in Kaltenkreuz, das sind ganz viele Krebsfälle und die Bewohner denken tatsächlich, dass das von dem Kerosin kommen könnte, weil die ganzen Flugbewegungen eben da stattfinden und die wirklich auch sehr, sehr tief fliegen, was ich wirklich auch von der Lärmbelästigung her als Zumutung empfinde. Ist mir im Endeffekt relativ egal. Ich meine, man ist es als Ansbacher gewohnt, dass die hier sind, von dem her kann ich da nichts Positives, nichts Negatives dran finden, bin ich vollkommen wertfrei, ganz ehrlich. Wir brauchen die Amerikaner. Erst einmal hier für den Umsatz alles und dann können doch eigentlich zu uns, oder nicht? Eigentlich ja, ne? Also lasst sie da. Ähnlich entspannt bleibt auch Oberbürgermeister Thomas Defner. Und das, obwohl die Stadt das rund 14 Hektar große Areal der Barton-Kaserne schon verplant hatte. Ein zweiter Campus der Ansbacher Hochschule sollte hier entstehen. Ich glaube, da kann man davon ausgehen, das hat auch schon der Landtagsabgeordnete hier, der Stimmkreisabgeordnete gesagt, dass das ohnehin so nicht gekommen wäre. Die Studiengänge gibt es ja schon an anderen Standorten und ob der Freistaat hier nochmal das Geld in die Hand genommen hätte, ist zumindest fraglich. Ich denke, das ist auch der Entwicklung der amerikanischen Politik und vielleicht dem Wechsel des US-Präsidenten geschuldet, dass man hier vielleicht sich Neues überlegt. Deswegen haben die Amerikaner, so wurde es mir vorher gesagt, nochmal verschiedene Standorte überprüft, wo sie gesagt haben, sie geben sie auf, ob sie sie doch behalten. Nun ist die Entscheidung so gefallen. 2018 hat die US Army Europe die Order bekommen, das entsprechende Gebiet neu zu bewerten und seine Wichtigkeit zu prüfen. Sie kommen jetzt zu folgendem Schluss. Bei dieser Bewertung wurde festgestellt, dass die Standorte beibehalten werden sollten, da der Wachstumsbedarf den Neubau und die Renovierung von Einrichtungen übersteigt. In der Barton-Kaserne sind zurzeit Betriebe und Abteilungen der US Army Garrison Ansbach untergebracht. Dieser Standort eignet sich optimal für den künftigen Ausbau von Verwaltungs- und Kaserneneinrichtungen sowie eines Hauptquartiers für die Einsatzleitung. Statt zu schließen, wird die Barton-Kaserne also wahrscheinlich sogar größer werden. Das bedeutet, Probleme wie Lärm- und Umweltbelastung werden die Ansbacherinnen und Ansbacher weiter beschäftigen.